die Sie hier eingebracht haben, bin ich sehr froh und möchte nur einen Aspekt noch mal besonders in den Mittelpunkt rücken, die Berücksichtigung der Jugendlichen. Die Frage, ob der Aspekt Jugendliche auf der Expo, den gegenwärtig der Zutritt durch Eintrittskarten von 69 Mark nicht möglich ist, mit berücksichtigt wird, weil ich denke, dass ein Ferien-Expo-Pass eine Maßnahme wäre, die nicht nur den Jugendlichen das Tor zur Welt öffnen würde, sondern auch, was Sie angesprochen haben, die Expo als Werbeträger durch Jugendliche, denn Jugendliche sind die besten Werbeträger für die Zukunft, ob das berücksichtigt würde. Und ich habe dazu auch einen Brief an die Generalkommissarin der Expo, Frau Beul, am Montag geschrieben, mit dem Hinweis, dass hier eine Zielgruppe, die bisher nicht berücksichtigt ist, dass sie die Jugendlichen, die in den Sommerferien die Expo besuchen würden, sind diejenigen, die keinen Taucherurlaub in Ägypten haben und die für 20 Mark die Chance hätten, das Tor zur Welt kennenzulernen und Werbeträger zu werden. Dazu bitte ich Sie, noch mal nachzudenken. Frau Kollegin Schuchert, ich will gerne akzeptieren, dass das ein Aspekt ist. 500 Kinder zum Expo-Ferienpass für einen Sonderpreis von 20 Mark bekommen, wie ich es im Bundestag in der Debatte beantragt habe. Jetzt gehe ich los und ich werde die Sponsor gewinnen, dass alle Kinder hier der Umgebung, sprich der Bundesrepublik Deutschland, aber auch des Auslands, verbunden mit dem Ferienticket der Deutschen Bundesbahn, für 20 Mark ihren Expo-Ferienpass bekommen und damit die Welt entdecken und erkennen, wo sie mit ihren Fähigkeiten gebraucht werden. I can give the material support. Newspaper headline: Emirates open the door for the children to the world. Together with parliamentarian Erika Schuchert, she created the idea of an expo holiday ticket just for and the difference between the regular price and the holiday ticket is a gift from the Emirates.